Hallo. Verzeiht, seid ihr Sheriff von Nottingham? Nottingham, gell? Wir haben nichts und mir gäbe nichts. Ich will doch nichts von Ihnen. Ich will's den Reichen nehmen und den Armen geben. Das würden wir von den Finanzbehörden auch gerne. Sehen Sie, ich habe ein Problem. Durchschnittlich besitzt das oberste Prozent der Deutschen ja 5 Millionen Vermögen. Jedes Mal, wenn ich einen von denen im Wald treffe, sagt er, so viel Vermögen hätte er gar nicht. So kann ich nicht arbeiten. Ich muss doch rausfinden, wer nicht in welchem Maße überfallen werden kann. So kann ich sonst nicht arbeiten. Verstehen Sie, es muss doch Instrumente geben, um das Vermögen der Deutschen zu messen. Instrumente? Setzen Sie sich. Selbstverständlich haben wir Instrumente. Da habe ich zum Beispiel ein hervorragendes Instrument. Gucken Sie da, ne? Stehst. Was? Fantastisch. Ist das? Das ist eine Vermögenssteuer. Damit können Sie jeden Cent erkennen, den ein Reicher besitzt. Oh, super, sowas brauche ich. Das funktioniert überhaupt nicht. Ist kaputt. Seit 1995 nicht mehr repariert. Seitdem fehlt uns ein bisschen der Durchblick. Aber eine Vermögenssteuer. Wenn ich das richtig erinnere, eine Vermögenssteuer hat beinahe jedes Land. Ja, wir haben da auch eine. Wir wenden sie nur nicht an. Sehen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat damals zu uns gesagt, wenn ihr eine korrekte Vermögenssteuer wollt, dann müsst ihr wissen, wie viel die Immobilien der Reichen wirklich wert sind. Das heißt, wenn wir die Immobilien nur richtig bewerten, könnten wir die Vermögenssteuer wieder erheben. Das ist korrekt. Warum macht die Bundesregierung das nicht? Kennen Sie diesen Moment, wenn Sie auf dem Sofa sitzen und Jörg Pilawa kommt? Aber die Fernbedienung ist zu weit weg. Und man will einfach nicht aufstehen. Ja. Genau so. Und deswegen haben wir keine Steuer mehr. Ja. Aber die Vermögen sind doch deswegen nicht verschwunden. Aus der Debatte schon. Okay, schon klar. Gibt's nicht andere Instrumente auch? Ich meine. Ja, selbstverständlich. Gucken Sie da. Das ist ja fantastisch. Das ist von vom Statistischen Bundesamt. Eine Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Oh, toll. Hier steht drauf, dass nahezu alle Haushalte erfasst werden. Sie müssen das richtig betonen. Nahezu alle. Mit Ausnahme derer, die über 18.000 Euro Monatseinkommen haben. Warum gerade die nicht? Ja, die machen nicht mit. Ja, aber dann muss man die dazu zwingen. Die Angaben sind ja freiwillig. Wenn Sie eine verpflichtende Umfrage wollen, nehmen Sie halt das Instrument hier. Mikrozensus. 390.000 Haushalte sind befragt worden und alle waren gesetzlich verpflichtet, daran teilzunehmen. Gesetzlich verpflichtet, das geht doch. Schauen Sie mal, da können wir doch... Warum kann ich immer noch nicht erkennen, was das Vermögen der obersten Prozent ist? Ja, weil danach gar nicht gefragt worden ist. Ja, man könnte ja am Ende noch was rauskriegen. Okay, sagen Sie, der Staat hat keinerlei Interesse offensichtlich, das Vermögen rauszufinden. Aber es muss doch irgendwelche, weiß ich nicht, Forschungseinrichtungen Selbstverständlich, geben. Selbstverständlich, gar keine Frage. Hier gucken Sie zum Beispiel die SOEP-Studie. SOEP, lassen Sie mich raten, Stichprobe ohne 1%. Sozioökonomisches Panel. 14.000 Haushalte wurden befragt. 14.000. Und was haben die nicht rausbekommen? Eine ganze Menge. Die Angaben waren ja wieder freiwillig. Hier steht, dass gerade mal 20 Personen erfasst worden sind mit einem Vermögen von über 50 Millionen. Ha, und die schreiben sogar selber. Gucken Sie mal, die schreiben selber. Das Maß der Ungleichheit der Vermögen wird unterschätzt. Ja gut, aber die Forscher hatten ja noch andere hervorragende Quellen, die sie benutzt haben. Ein Magazin. Aber nicht irgendeins. Ist Forbes Magazine. Forscher holen ihre Daten aus der Gala für Milliardäre. Okay. Und woher haben die ihr Wissen? Dort hinten drauf. Wo? Recherche und Schätzungen. Ihr Hut brennt. Ich habe mir die Energiewende anders vorgestellt. Bitte. Das einzige Mal, dass man sagen darf, mein Hut brennt und es stimmt, ne? Aber okay. Sehen Sie, was ich mich frage, ist Schätzungen. Das ist das beste Instrument, was wir haben. Schätze schätzen. Und was haben die vom Forbes Magazin dann rausgefunden? Die haben rausgefunden, dass wir wahrscheinlich dreimal so viel Milliardäre und Vermögen haben, wie bisher angenommen. Ist aber nur Vermutung. Oh. Ich habe das Gefühl, je reicher die Vermögenden, desto ärmer ist die Datenlage. Das haben Sie aber schön gesagt.
Was lesen Sie dann für ein Buch? Ach, das ist das Kapital von Thomas Piketty. Das ist die beste Datengrundlage über die weltweite Verteilung, ungleiche Verteilung des Vermögens. Ja, ich möchte sagen, das ist erschütternd präzise. Ja, Entschuldigung, aber dann nehmen wir doch das. Das ist für Deutschland praktisch unbrauchbar. Piketty hat in Deutschland ja nur lückenhafte Daten zum Vermögen gefunden. Lassen Sie mich raten, weil wir keine Vermögenssteuer erheben. Woher wissen Sie das? Ich habe das Gefühl, in diesem Land gibt es ein starkes Interesse daran, dass es keine genauen Statistiken gibt. Oh nein, wir haben ein riesiges Interesse an ganz bestimmten Daten. Gucken Sie da. Was ist das denn? Das ist die Akte von dem Hartz-IV-Empfänger. Von einem? Das sind ja, weiß ich, nahezu 650 Seiten. Ja, über diese Leute wollen wir alles wissen. Made Mittelschicht hatte vollkommen recht. Die Ungleichheit in Harewood Forest hatte astronomische Ausmaße erreicht. Die reichsten 10% besaßen 60% des Gesamtvermögens. Die ärmere Hälfte der Bevölkerung dagegen praktisch nichts. Das konnte man besonders gut an der Tafel des Sheriffs von Nottingham sehen, an der das Volk zur Verteilung des Wohlstands Platz genommen hatte. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Segne, was du bescheret hast. Keine Sorge, ist ein ökonomisches Gebet. Sie meinen ökumenisch, glaube ich. Das auch. Und jetzt wird er gleich noch erzählen, dass die Ungleichheit in Deutschland Gott gegeben ist. Oh, Herr Hut, was machen Sie? Kommen Sie doch rüber, Herr Hut. Ich bitte Sie, reich gedeckt ist unsere Tafel. Hört doch auf mit dem Geschwafel. Nur der reichen Teller werden hier reich gefüllt. Ihr zeichnet ein arg polemisch Bild. Bedenkt, wie gut kam Deutschland durch die Krise. Ja, nur die Armen machten miese. 1% besitzt ein Drittel des Vermögens und es schmilzt die Mitte. So geht das nun seit vielen Jahren. Ihr sprecht schlecht von unseren Ahnen und der Agenda 2010. Ja, weil immer mehr zur Tafel gehen. Wir waren einst kranker Mann Europas, jetzt Vorbild. Und sind doch ärmer dran. Ich mache mir darauf keinen Reim. Dann lassen wir es doch einfach sein. Meinetwegen, aber wir sollten schon mal drüber reden, dass das alles Ergebnis von politischen Entscheidungen ist, nicht wahr? Sehen Sie mal die 90er Jahre, da waren die Vermögen in Deutschland relativ gleich verteilt. Ja, natürlich ging es damals allen gleich. Schlecht! Ach, jetzt. Gehen wir doch mal zurück in Ihre 90er, nicht wahr? Ich sage nur Reformstau. Deutschland war bequem geworden. Und da hat die Politik eben auf Jahre ein pikantes Menü angerichtet. 3 Gänge. Weniger Steuern, mehr Wettbewerbsfähigkeit und mehr Flexibilität. Ja, das klingt gut, das nehmen wir. Nein, eine gute Wahl. Beginnen wir unser Menü mit dem 1. Gang. Und zwar mit einer Einkommensteuersenkung für alle. Ja. Oh. Nein, Vorsicht, Vorsicht. Diese Steuersenkungen werden vor allem den Reichen zugutekommen. Also keine Sorge, Herr Schwarzmaler. Ich kenne den Koch, Gerhard Schröder. Das ist einer von uns. Oh Gott. Hauptsache kein Kohl mehr. Dasselbe. Ja, denn. Yes. Oh. So werden alle Steuersätze um 10 Prozentpunkte gesenkt. Der Einkommensteuersatz auf 15% runter. Und der Spitzensteuersatz geht runter auf 42%. Da kann ich nur sagen, Mahlzeit. Schmeckt's euch? Großartig. Große Schultern brauchen mehr Futter als der Rest. Ja, komisch, aber meine Portion ist aber sehr übersichtlich. Wieso hat denn er so viel mehr als ich? Weil ein Steuernachlass von 10% bei großen Einkommen wesentlich mehr ist als bei kleinen. Ja. Ist ja auch gut so. Ist ja auch gut so. Man hat im Nachhinein festgestellt, das waren die Ergebnisse dieser Steuerreform. Ja? Im Endeffekt war es so, dass Millionäre und Spitzenverdiener, die haben letztendlich effektiv 20% mehr in der Tasche vom Einkommen gehabt. Und? Geringverdiener nur 5%. Na und Hauptsache, alle haben mehr auf dem Teller. Gell? Ganz meine Rede. In Deutschland geht es schon viel besser. Ah, ja. Entschuldigung, bin ich auch Deutschland? Und nach diesen Wohltaten für die Bevölkerung ist es Zeit geworden, dass wir einmal was für die Wirtschaft machen. Vorsicht, wenn er Wirtschaft sagt, meint er meistens ihn.
Ach, kommen Sie, nicht jeder Reiche ist doch ein Unternehmer. Okay, machen wir eine Umfrage. Wer von euch besitzt denn Aktien oder Unternehmen? Oh, Überraschung. Dann gibt es für Sie jetzt den zweiten Gang. Wer mehr Wettbewerbsfähigkeit? Wir halbieren erst einmal den Körperschaftssteuersatz. Wa? Und als kleiner Gruß aus der Küche gibt es dann noch den schönen Umstand, dass der Verkauf von Unternehmensanteilen ab sofort völlig steuerfrei ist. Ja. Oh, Entschuldigung, ich mein, könnte ich da auch ein bisschen was haben? Auf gar keinen Fall. Könnte ich auch so einen kleinen Gruß aus der Küche haben, bitte? Oh, Verzeihung. Also das ist reine Sauerei. Ja, vor der ich gewarnt habe, man hat die Körperschaftssteuer gesenkt. Von 40% auf 25% und letztendlich auf 15%. Das heißt, die SPD hat ihre Wahlergebnisse der Körperschaftssteuer angepasst? Das war einer der größten Steuergeschenke aller Zeiten in Deutschland. Ach, jetzt hör auf, das Geld ist doch investiert worden. Das wird immer behauptet, aber mitnichten. Schauen Sie doch mal hier. Hier, da sehen wir die Steuerlast der Unternehmen effektiv halbiert worden. So, und was haben Sie gemacht? Mehr investiert? Nee, weniger investiert. Entschuldigung, was ist denn die dritte Kurve da? Das willst du gar nicht wissen. Das will er schon wissen. Das sind die Gewinne der Unternehmer. Ja, aber wenn der Staat auf so viel Einnahmen von den Unternehmen verzichtet, ist dann der Steuertopf nicht bald leer? Ach, was? Hoppla, der Steuertopf ist leer. Ja, dann machen wir doch die Steuergeschenke einfach wieder rückgängig. Genau. Geschenkt ist geschenkt, wiederholen ist gestohlen. Genau. Wir machen lieber die nächste Reformrunde. Es gibt eine Mehrwertsteuererhöhung. Oh, nee. Moment. Das ist absolut super gerecht, denn es zahlt ja alle 3% mehr. Ja, gut. Lass doch nichts einreden. Ja, Mehrwertsteuererhöhungen treffen doch Geringverdiener wesentlich härter als Spitzenverdiener. Ja, aber erst hat er was gegen niedrige Steuern, dann gegen höhere Steuern. Also ihr wisst auch nicht, was ihr wollt. So, ab jetzt ist für jeden Einkauf 19% Mehrwertsteuer fällig. Hey, bei mir ist ja kaum noch was drauf. Hey, bei mir ist ganz schön viel weg. Nee. Obwohl, bei mir ist genau wie vorher. Geil. Ihr hättet uns aber doch auch wirklich warnen können. Hat noch jemand Lust auf ein Dessert? Ja, was gibt's denn? Speziell eine Spezialität des Hauses, Flexibilisierung des Arbeitsmarkts. Da sage ich doch nicht nein. Das für euch heißt das übrigens Niedriglöhne, so Minijobs, Leiharbeit und Hartz IV. Das heißt, die geringen Löhne werden noch geringer. Entschuldigung. Können Sie mal kurz den Geschäftsführer sprechen, bitte? Ja, aber meine Situation hat sich trotz der harten Maßnahmen gegen den da auch nicht wirklich verbessert. Jetzt wird es auch noch gierig. Passt bloß auf, sonst sitzt morgen hier ein Marokkaner, der macht das genauso gut für weniger Geld. Oh, dann gebe ich lieber freiwillig was ab. Lohnverzicht. Geil. Ja, großartig. Ich bewundere Ihre Disziplin. Dadurch hat sich Ihre Produktivität gesteigert. Und deswegen gibt es jetzt einen großen Nachschlag. Oh, ja. Da sind wir doch alle gespannt, wie das wohl ausgehen wird. Ich meine, es gibt ja eine Menge zu verteilen. Schauen Sie hier, allein das hier ist der Zuwachs der Wirtschaftsleistung in Deutschland pro Kopf der letzten 20 Jahre. Plus 25%. Wow! Ja. Und was ist das kleine Blaue da unten? Oh, das kleine Blaue da unten, das ist Ihr Einkommen. Die Reallöhne sind die letzten 20 Jahre nicht gestiegen. Aber jetzt sind wir mal gemeinsam ganz gespannt, wie der von Ihnen hart erarbeitete Wohlstand wohl am Ende verteilt werden wird. Super. Mahlzeit. Da fragt man sich doch schon, warum wird in diesem Land nicht viel mehr über Umverteilung gesprochen? Nee, mehr Umverteilung, das packe ich auch nicht mehr. Also, sind Sie sicher? Möchten Sie nicht noch ein kleines Pfefferminzbrötchen? Monsieur, nur ein kleines, winziges.